Was hörst du da für Musik, mein Freund? Was willst du? Gute Musik. Okay, BDK, habe ich alles. Da brauche ich eigentlich nichts. Haust du rein. Moin. Ich weiß, was man hier machen muss. Man darf nicht die Sachen berühren. Sonst. Im Laden lautet Regel Nummer 1. Ruhe. Weil sonst würde der mir keine Sachen verkaufen. Okay, ich kann ein Elixier kaufen. Weil er nur eins hat, kaufe ich das mal. Hat zwar 3000 gekostet, aber wen interessiert es dann? Am Ende, aber ich habe alles, was man so hier bei ihm kaufen kann. Da ist nichts Neues dabei. Deswegen, ich bin mal so nett und verdippe nicht alles. Okay. Ach, ich bin so sick. Der Waffenhändler sagt Ruhe und der hört hier Metal. Finde ich gut. Wo geht's denn hier lang? Ich muss zum... Wo auch immer die Kneipe ist. Ah, hier gibt's hier... Gibt's hier Nebenaufgaben. Patient entführt. Okay, nee. Gibt's hier nicht. Ich sehe nichts, weil zu dunkel. Wo gehst du hin? Damit interagiere ich später. Willkommen, also muss ich das noch bezahlen. Der Absteige für alle Trunkenbolde. Hab gehört, dass du Grünzeug suchst. Richtig. Ja. Tja dann. Hab oben auf dem Hang ein kleines Beet. Nimm dir, was du brauchst. Es könnte etwas verwildert sein. War da schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Na, sieh es dir am besten selbst mal an. Da oben wimmelt es allerdings nur so von hässlichen Biestern. Nimm dich in Acht. Ich gönn mir mal einen. Einfach einen Becher nehmen, der da rumsteht. Der scheint dir bekommen zu sein. Das war unser berühmter Dünner Tom. Obwohl bis aufs Äußerste gestreckt, kommen seine bärigen Nuancen noch gut durch, was? Ja, deswegen Dünner Tom, weil er gestreckt ist, wie es geht nicht mehr. Ich muss zum Beet. Wo ist es? Es soll irgendwie oben sein, aber wo ist oben? Das verwilderte Gemüsebeet, das ist den Eisenbahnschienen hinterher. Ich... Lass mich in Ruhe, ich brauch das hier. Okay, da kann ich wahrscheinlich später, oder ist das nur... So. Lass mich hier warten und such das beste Gemüse aus, ja? Werde ich machen. Hier ist aber dunkel. So, dann hier hoch. Kleiner Dungeon. Oder einfach nix. Und ich muss selber, also alleine kämpfen. Selber muss ich immer kämpfen, aber alleine. Ohne Hilfe. Ich meine, ich könnte auch die Kämpfe umgehen. Aber wo sind wir denn hier? Bergigelfloh, okay, Eis. Okay, dann Eis auf dem Bergigelfloh. Jetzt! Mein Einsatz. Warte, ich hab noch eine festeste Offensive. Okay, das hat ja gut geklappt. Kavitas finde ich nicht gut. Magie, Eis. Erstarre! Sehr gut. Bis hier und weiter geht's. Bis hier und nicht weiter geht's.
fand ich lustig, weil er so sagt, er ist hier und nicht weiter. Und dann hat er weiter geht's gesagt. Oh, hallo, moin. Ne, hör auf. Verfolger des Kaktor, der das Gemüse geklaut hat. Kann ich nicht einfach hier rüber hüpfen? Ne, ich muss hier. Da. L2. Ich muss Kreis drücken, nicht Viereck. Kreis und Viereck sind zwei verschiedene Sachen. Richtig halten, Eis. Eiskalt. Ausgezeichnet. Fertigkeiten, entweder Offensive. Magie, Eis. Erfriere. Jetzt oder nie. Okay, gut. Ich bin die gelbe Farbe, aber ich habe auch gesehen. Ah ne, das war wahrscheinlich zum Zurückkommen, ne? Gelbe Farbe. Mein bester Freund. In Videospielen. In den Sandland gab es auch gelbe Farbe. An bestimmten Stellen. Was irgendwie bekloppt ist. Ja, ja, ich hole dich gleich. Ich nehme erstmal das Krüchchen hier mit und das Zinkerz. Ein Megatrank, beziehungsweise zwei. So. Oh, moin. Bin ich. Ich bin voll. Sternfriede. Mistral Wyvern. Den haben wir schon mal analysiert, ne? Wind mag er nicht. Da haben wir doch die Scheibe. Das ist Wind. Ja. Nochmal die Schallwellen. Sei doch Sieg, du Kackvieh. Was hast du gemacht? Irgendwas ist passiert. Ach, meine Magie und meine normalen Schläge sind stärker geworden als mein Angriff und mein Magieangriff. Da mach ich mal entfesselte Offensive. Keine große Sache. Fertigkeit gemeistert, hey. Gab es hier noch irgendwie was von Interesse? Ich glaube nicht. Weiter. Ehrlich? Forschen. Hui. Ah ne, hier muss ich, glaube ich, runter. Hier in das Loch. Hier ist auch noch. Guck mal, ob da irgendwie was ist am Ende des Tunnels. Oh. Dann heißt es in die Richtung vielleicht. Für ein Item. Hier. Ah, sehen wir Planeten. Hier geht's wahrscheinlich nur wieder runter. So wie es aussieht. Und ein Segen des Planeten gab's da. Aber ich denke mal, zwei Dinger werden nicht reichen. Okay, hallo moin. Todesklaue. Was mache ich denn da? Vielleicht erstmal heilen, was ich außerhalb des Kampfes hätte machen sollen. Ich kann Vita gar mittlerweile einsetzen, aber ich glaube, ja, da reicht glaube ich sogar nur Vita. Okay. Verdammt! Die tun weh. Vielleicht hat das Vita auch nicht so geheilt, wie ich gehofft habe. Mach nochmal ein Vita. Nee, die tun einfach weh. Wir sind beide schockanfällig, finde ich gut. Yeah.
Gegen zwei alleine kämpfen ist aber auch schon ganz schön frech. Mutangriff. Alles geben! Keine Rest gibt's nicht. Wertsturm. Das sollte reichen. Okay, dann nochmal Vita. Die Beschwörungsleiste geht langsam voll. Ausweichen. Jetzt ist der andere gepressured. Ich hab vergessen, wieder nicht gebrochen. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ich gucke mir halt auch sehr viele englische Let's Plays an. Deswegen, oder Streamaufnahmen oder sonst was. Deswegen kenne ich hier und da die englischen Begriffe und die deutschen fallen mir nicht mehr ein. Hallo, Titan. Titan, Titan. Ich hau mal ein bisschen drauf, damit wir noch eine ATB-Leiste kriegen. Ich habe erstmal ein Limit. Kreuzschlag. Und wir haben eigentlich schon gewonnen. Ich habe vergessen, ob die Limits außer sich auf Null setzen bei Kämpfen. Ich glaube nicht. Deswegen war es Verschwendung, ein Limit einzusetzen, um ehrlich zu sein. Wird nicht lange dauern. Denn das! Eis. Erstarre! Sehr gut. Ich sollte mich ab und zu auch mal heilen. Dann setze ich nochmal. Ich habe keine MP. Gegenstände. Auf Cloud. Keinen kommen! Genug! Das war's! Oder habe ich irgendwie eine eisige Verkettung? Machen wir das. Jetzt oder nie! Keine große Sache. Da, TP-Boost. Da ist der. Da ist eine Materia. Und Mäßigkeit des Planeten. Kann ich eigentlich was synthetisieren? Toxin, also Gift. Oder Bio. Synthese. Also ich glaube, ich kann nichts synthetisieren, was ich noch nicht synthetisiert habe. Das ist für eine Quest, die ich noch nicht habe. Vielleicht wäre eine Heilung angesagt auf Cloud. Wie viel macht das nochmal? Ja, 700 reicht. Erstmal. Ist er runtergesprungen. Aber bevor wir da runterspringen, habe ich nämlich gesehen, dass es hier so einen Weg gibt. Warte, er ist glaube ich in dem Weg. Ich hoffe, ich komme da nochmal hoch, weil da sind sehr viele Items. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, das ist, so tief ist das nicht. Also nicht für Cloud. Ich würde da wahrscheinlich nicht runterspringen. Aber Cloud ist schon tiefer runtergefallen. Das hat sich komisch angehört. B-Boost. Brauche ich nicht, habe ich schon. Im Kontext des Spieles hat sich das komisch angehört. Cloud ist schon mal tiefer runtergefallen. Dämlich. Da sieht sehr nach Kaktus aus. Ist das ein großer Kaktus, den ich besiegen muss? Ich hoffe mal nicht. Oder da warten vielleicht ein paar Kaktoren. Warte. Ich sollte vielleicht den ein oder anderen Ether nehmen. Vielleicht noch einen. War mir nicht ganz sicher, ob ich noch einen haben will. Ein Ether. Ja, ich habe ja ein paar. Nicht so mega viele, aber. Ja, da passieren Sachen.
Und tschüss. Faktoren, die nicht wirklich viel drauf haben, aber wenn einer 1000 Nadeln macht, dann bin ich im Eimer. Weißt du, was ich da mache? Erstmal, ich glaube, eine Analyse, weil ich noch keinen Kaktor gekämpft habe. Auf die 12. Ich habe nur gesehen, dass da Sachen passieren, deswegen hau ich ja lieber mal ab. Machen Vitra. Das sollte reichen. 1000, 3000 Stacheln. Ja, nee, das sind alles nicht so geile Sachen, die die da machen. Da, ich hab verloren und hab irgendwie seit 100 Jahren nicht mehr gespeichert. Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausweichen. Vielleicht aus der Ferne. Zum Glück ist das Spiel ja sehr kulant, was das angeht. Aber ich speichere trotzdem mal lieber. Kann ich einfach... Ich könnte auch einfach... Nein, ich kann nicht dahin gehen und mir das Item holen. Ich muss leider eine Analyse machen. Wirksam nix. Der flinke Kaktor weicht die meisten Angriffe aus. Die größte Chance auf einen Treffer hast du, wenn eine Fertigkeit einsetzt oder schockanfällig geworden ist. Schockanfällig machst du ihn, indem du ihn mit elementarer Magie angreifst. Nein. Mit elementarer Magie habe ich irgendwas. Ist es hier vom Blitz? Okay, das hat jetzt nicht so richtig das gemacht, was ich wollte. Ich hoffe, da setzt keiner 1000 Nadeln ein oder so. Aber. Weil ich brauche Leben. Magie, Vitaga, auf Cloud. Ich gebe nicht auf. Es ist aus. Na, hörst du auf. Ich mache ein Limit. Das war's dann. Vita. Das sollte reichen. Ich bin auch vergiftet. 3000 Stacheln. Lass den Quatsch mal. Her damit. 2. Das war's? Da geht's irgendwie runter. Mein Verderben wahrscheinlich. Hier gibt es sonst nichts anderes. Schade irgendwie. Ich guck mal, ob ich hier runterspringen kann. Aber wo willst du da runterspringen, außer in deinen felsigen Tod? Dass er sich am Schwert festhält, finde ich cool. Oh, eine Truhe. War ich hier? Wo bin ich hier? Also im Coral-Gefängnis, aber wo im Coral-Gefängnis? Das werden wir gleich herausfinden nach der Pause. Weiter geht's. Hier geht's dann runter, aber erstmal... Wir müssen... an dem Laden sein, weil ich höre Metal-Musik. Aber ich wollte noch mal gucken, ob hier irgendwie was ist, aber hier ist anscheinend nichts. Nee, wir sind woanders. Das sind die Gruftis aus dem Hotel. Ah, ich habe Chocobilly nicht zugehört. Was ist los? Scheiße. Wo ist nochmal die Kneipe? Hier. Vielleicht weiß der nochmal, wo was ist. Sieht aus, als wärst du fündig geworden, was? Hätte nicht gedacht, dass meine Rühr-keinen-Finger-Methode so gut funktioniert. Einen Drink für die trockene Kehle?
Für den Geschmack bürge ich allerdings nicht. Und keine Beschwerden von wegen, der ist zu dünn. Der muss so sein. Der muss so sein. Ich habe leider nicht gehört, was Chocobilly gesagt hat. Deswegen gucke ich mal gerade in meinen Screenshots. Ich nehme ja immer Screenshots auf, damit ich Thumbnails machen kann. Und lese da mal den die Untertitel. Außerdem Ratte. Das Ratte. Ja, war jetzt nichts so mega Wichtiges. Pico, wo warst du? Ich rede mal mit dir. Kann ich nicht. Ich bitte dann mal Pico. War nur zwei Dinger. Silkeskraut, eins. Nein. Sagst du mir, wo ich noch mehr finde? Nein, ich. Okay. Ein Silkeskraut. Quee, trockenes Quee. Er hat wohl noch immer Hunger. Ja, dann noch ein Silkeskraut. Ja, das hat leider auch nicht gereicht. Wahrscheinlich noch eins. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ein bisschen was kann er sicher noch vertragen. Ja, wo kriege ich das her? Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Kannst es ja mal bei diesem Untergrund-Kampfclub probieren, wenn du mutig genug bist. Na, viel Glück jedenfalls. Untergrund-Kampfclub. Desert Rush. Ne, das war Wüstensturm. Das interessiert mich nicht. Untergrundkampfclub. Das hier. Ne. Untergrundkampfclub. Wo bist du? Sonst gucke ich einfach mal auf die Karte, ob der eingezeichnet ist. Hier bist du der Untergrundkampfclub? Nee. Ja, bevor ich lange rumsuche, gucke ich mal kurz auf die Karte. Untergrundkampfclub. Da kam er ja her. Aufzug. Aufzug, das ist Wüstensturm. Mir wird leider nicht gesagt, wo der ist. Ich lösch hier irgendwie. Hier auch nicht. Ah, du vielleicht? Oh, ein vielversprechendes Opfer. Lass uns an den ruhigeren Ort gehen. Wir werden okay. Sicher eine Menge Spaß zusammen haben. Siehst du das dicke Schwert auf meinem Rücken? Ja, dann beweg dir deinen Arsch. Mach dir nicht ins Höschen. Ich bin ein ganz lieber. Ja, hallo? Sei doch nicht so abweisend. Gibt's ein Problem oder was? Ich muss vorgehen. Das wird das Spiel vielleicht auch sagen können. Nee, warte, bevor ich da reingehe, loote ich euch erstmal die Scheiße weg. Da gibt's doch nichts. Da gibt's doch nichts, das war 1500 Gil. Und jetzt? Ist das dieser Untergrundkampfclub? Jetzt, wo wir ihn endlich hier haben, können wir tun und lassen, was wir wollen. Pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie das hier so läuft im Untergrund. Darfst du uns ruhig dankbar sein? Ja! Habe ich euch schon mal? Nein, habe ich euch nicht. Ja,
Was ist das für eine Musik? Feuer. Okay. Feuer machen sie und Feuer sind sie schwach gegen. Deswegen kommt da erstmal ein Feuer hinterher. Feuer! Ausgezeichnet! Den haben wir besiegt. Mehr oder weniger. Jetzt gleich. Feuer kann ich auch, mein Freund. Ich sollte vielleicht mal irgendwo ein Hotel suchen oder sowas. Der Feind ist geschwächt. Ich mach mal Flammenblitz, damit ich nicht mein ganzes Feuer verbraten muss. Ich sind meine ganzen MP. Ich hab ein Limit. Das ist mit denen. Wieso? Das war das Schwert, das die Limitleiste so voll macht, ne? Und jetzt? Wir Idioten. Wieso hast du denn nicht gleich erzählt, dass du so krass stark bist? Wir haben so viel mitgenommen aus diesem Kampf. Eine großartige Erfahrung. Ist das so, oder? Klar. Wir haben Angst. Fast vergessen. Hier, ein kleines Zeichen unserer Freundschaft. Nimm es an. Bitte. Danke. Also, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Das ist aber nicht dieser Untergrundkampfclub gewesen. Nimm uns das von vorhin nicht eben. Ja, wir sind eigentlich ganz lieb. Die Lob-Animation. Mitter Pico mit etwas Gemüse. Das war aber nicht der Untergrundkampfclub. Würde ich sagen. Oder? Das wären dann alle drei. Damit sollte Pico alle drei zusammen fit genug sein fürs Rennen. Wir sollten zurück zu Esther. Du Esther. Das war dann. Hier. Aber warte, gab es hier irgendwie ein Inn oder sowas? Ja, da hinten. Ich hab ein bisschen wenig MP. Und ich möchte nicht so viel Dinges verschwenden. Nee, hier geht's raus. Das war, glaube ich, hier. Ja, hier. Hier oben. Hallo. Willkommen im letzten Wanzenloch der Wüste. Das ist ja nett. Wir haben immer eine Zelle frei. Die haben Hängematten, die haben so ein altes Sofa. Und eigentlich ein ganz nettes Bett. Für das, was es hier ist. Okay, ausgeruht. MP wieder voll. Es war dann, glaube ich, hier lang. Ich habe mittlerweile so ein bisschen herausgefunden, wie das hier alles aufgebaut ist. Da brauche ich den Charakter auch nicht mehr so richtig. Aber wir sind auch gleich wieder weg, hoffentlich. Was Gutes im Körbchen? Ja. Das gute Silkiskraut. Dass ich kein Gieserkraut habe. Perfekt. Jetzt ist er bereit für die Rennbahn. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Das war alles mit Esther. Wenn ihr übrig habt, kann ich es euch gegen Rennaccessoires eintauschen. Gemüse ist hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Oh, krieg ich den Nebenauftrag entdeckt. Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Also, neulich hat mal einer von diesen zwielichtigen Typen, die hier Leute anwerben, einen ganzen Sack Gemüse gekauft. Na, viel Glück jedenfalls. Wüstensturm. Nebenauftrag. Drücken leicht gemacht. Ach du Heilige. Der Beste im Bunker.